So. Was ist denn wichtig? Könntest du den näheren Kontext erläutern? Ja, das wäre sehr nett. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wovon du sprichst. Oder hätten wir diesen einen Chip aus dem einen Raum da mitnehmen müssen? Weil noch haben wir. Wir haben jetzt nur das Strukturgel. Brauchen aber noch einen Cortex-Chip. Und. Ah, guck mal. Ey, hallo. Kannst du dich mal häufiger erscheinen lassen tun? Guck, hier geht's auch noch nach oben. Ach, Moment, vielleicht sind jetzt die Türen. Ah, guck mal, die Türen sind jetzt hier auf. Komm ich jetzt auch rein. So, was haben wir hier? Gibt's hier einen Cortex-Chip? Muss doch irgendwo einen Cortex-Chip geben, oder? Hier sind ein paar Proben. Okay, das nimmt er nicht. Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Also wie ich das sehe, ist es immer ganz gefährlich, so mit biochemischen Stoffen zu hantieren. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Dann lässt man einmal was fallen und zack. Mal, komme ich hoch. Aber da war ja irgendwas, da stand, zerstöre die Wau und bla bla bla. Der, ich glaube, der wollte mich warnen. Ich glaube jetzt nicht, dass er uns was Böses will. Der versucht uns vielleicht nur irgendwie sich mit uns in Verbindung zu setzen, ja? Omikron. Die medizinische Forschungseinrichtung. Kann ich bestimmt nach oben fahren, oder? Ich gehe erstmal hier rein. Oh, da liegt wieder jemand. Oh, drei liegen da. Und alle ohne Kopf. Die haben anscheinend... Oh, vier! Die haben alle zu... zu heiß geduscht, ja. Da explodiert dem allen schnell die Birne. Okay, der hat alle wahrscheinlich keine Verbindung. Der hat auch keinen Kopf mehr. Hm.
das ist echt bedenklich. Hier kommen wir nicht rein. Dann werde ich mal... Können wir das Schloss vielleicht damit kaputt machen? Nee. Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Ich werde mal hier einige Störgeräusche ausmachen. Entschuldigung. So, jetzt sind wir im Mittelbereich. Ein ewiger Albtraum. Mein Noteingriff. Es hat sich so angehört, als ob jemand gerade eine Bierflasche aufgemacht hat. Und dass der Kronkorken gerade so auf den Boden fällt. Genau so hat sich das angehört. Hier ist noch ein Raum und ein Kopfloser. Der hat auch zu heiß geduscht. Hier noch eine kleine Küche. Hier ist nichts, soweit ich das sehe. Nep. Noch ein schönes Fertiggericht, ja. Pasta. Lecker. Okay, von dem hören wir ja nichts. Aber wir kommen an seinen Laptop. Wenn ich denn irgendwie da dran kommen würde. So. Johann Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. Okay, die sind alle verschwunden. Pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything. And definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice, if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Kann ich das senden? Nee. Warte, ich kam. Kann noch zurück machen, oder? Dokumente. Oh, wieder ein bisschen Text. Ich dachte, ich habe gerade das gehört. Am 13. September gab Vic Eau Claire der Besatzung von Tau den Befehl zur Evakuierung nach oben zu Plateau. Zusammen mit dem Ingenieur Alan Waldeck ging ich in den Abgrund hinab, um bei der Evakuierung zu helfen. Protokollgemäß warteten wir 140 Minuten lang bei der Aufzugsplattform und unternahmen mehrere Versuche, Tau zu kontaktieren. Ich beschloss, mich dem Standort zu nähern, um sie abzufangen. Zu diesem Zeitpunkt fingen die Orientierungslichter an zu flackern. Kurz darauf war der gesamte Weg abgeschaltet und Omega-Abschnitt von der Dunkelheit verschluckt.
einem Flutlichtstrahler ließ ich weiter vor, bis ich über den Kurzstreckenfunk Schreie hörte. Wo war ich denn jetzt nochmal? Ja, da, das setzte sich sofort... Das setzte sich sofort bei dem, wobei das Signal immer wieder abbrach. Als ich mich eilig näherte, um Untersuchungen anzustellen, fand ich den zerfleischten Leichnam der Außenministerarbeiterin Espinosa. Etwas Großes hatte sie fast in zwei Teile gerissen. Als ich die Wichtigkeit der Rettung Taus bzw. Ross abwog, hörte ich über das Funkgerät, wie Espinosas Kollegen abgeschlachtet wurden. Da ich keinerlei Möglichkeit zur Situationsverbesserung sah, eilte ich zurück zur Aufzugsplattform und überließ die Leute im Tau ihrem Schicksal. Mit etwas Glück hat es Ross zurück zu Tau geschafft und kann seine Arbeit in Alpha fortsetzen. Zur Vermeidung weiterer Störungen habe ich beschlossen, die Evakuierung durchaus als völlig gescheitert zu berichten. Ich hoffe, Zeta dadurch vor weiteren Versuchen abzuschrecken. Die Managerin von Omicron, Claudia Ames, hat bereits angeordnet, dass die Aufzugsplattform vorerst beim Plateau zu bleiben hat. Mein Bericht über die wilden Tiere hat allen so viel Angst angejagt, dass sogar Waldeck und Dorby aufgehört haben, die Luma-Sonden zu warten. Gut, dass Golaski nicht am Standort ist, denn ich glaube nicht, dass er dem zugestimmt hätte. Die Einschränkungen fielen etwas strenger aus, als ich erwartet hätte. Aber ich werde damit klarkommen, solange Ross in Ruhe alleine mit der Wau arbeiten kann. Julia Dahl, Johann Ross, Mark Sereng. Okay. Ach, warte, da war noch ein... Okay, im Hauptmenü Bilder. Da sind auch immer diese Störfrequenzen drin, auch in den Bildern. Kann ich natürlich nicht auf den Tisch springen. Okay, hier ist wieder was zum Heilen. Kann sein, dass mich gleich etwas an... greift. Mensch. Es ist so laut Stühle hier. Ich gucke natürlich immer so ein bisschen nebenbei nach Verstecken, falls ich mich verstecken muss. Was ich nicht hoffe. Rüber. Ein Helm. Kann ich mir den aufsetzen? Nein. Ein Koffer. Sonst. Hier werde ich doch bestimmt was finden. Und wieder. Okay, da komme ich noch nicht rein. Aber sieht wieder so aus, als ob ich gleich wieder kriechen kann. Ja, da freue ich mich doch richtig drauf. Hallo? Hallo erstmal, guten Tag, wie geht es Ihnen? Der Strom ist mal wieder ausgegangen. Da hat jemand
Schwierigkeiten mit seinem Asthma-Gerät. Was ist das? Was ist das denn? Ma. Toll. Wenn ich einfach mal zu der hingehen sollen, sie nett begrüßen sollen und einfach mal sagen, hey, brauchst du ein neues Asthma-Gerät? Geht's dir nicht gut? Da kann es mir tragen. Okay. Oh nein, die ist traurig. Ich will hier nichts umwerfen. Das ist so laut. Kann ich das nicht erstmal zur Seite tun hier? Ich werde das hier ganz vorsichtig und leise. Okay, sie hat gerade gesagt, stay away. Sie hat nicht so Bock auf uns. Ist sie hier noch? Okay, ich stehe da noch. Ich lache auch immer so viel, wenn ich mir selber Witze erzähle. Aber ich habe nicht so Schwierigkeiten mit dem Atmen. Ich gehe mal einen Bogen um die. Nein, ich habe keine Angst. Nein, kein bisschen. Ja. Können wir die ablenken? Sie sagt immer stay away. Nee, die bleibt aber einfach nur da stehen. Ja, finde ich auch voll witzig. Zum Schießen ist das, ja. Oh shit. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, ja, wir sind tot. Mann! Hallo?